Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Heute mal in diesem merkwürdigen Outfit hier, denn es ist 2 Tage vor Weihnachten. Und heute bin ich sehr stolz, euch endlich mal präsentieren zu können. Die Frage kam sehr oft. Die Schulterklappen an die Felddienstuniform, ein Strich, kein Strich der Nationalen Volksarmee dran zu basteln. Das ist nämlich gar nicht so einfach und erklärt sich auch nicht wirklich von selbst. Was ihr dafür braucht, sind Schulterklappen, also die Klappen, das ist ja selbstverständlich hier. Unteroffizier, ist natürlich euch überlassen, was ihr da nehmt. Diese Knöpfe. Und so einen kurzen, ich sage jetzt mal Schnürsenkel. Als allererstes führt ihr den Plastikknopf von oben durch dieses Loch hier durch, an der Schulterklappe. Dann nehmt ihr eins von diesen etwas fester gemachten Enden von den Schnürsenkeln und führt das hier durch. So. Zieht das ungefähr so lang, dass beide Enden gleich sind. Jetzt geht ihr bei der Jacke mit diesem Ende, mit diesem Stoffende von der Schulterklappe durch diese Schlaufe von der Jacke. Ja, das ist eine Fummelarbeit. Zieht das lang. Geht jetzt mit den beiden Enden des Schnürsenkels durch das dafür vorgesehene Loch in diesem Stoffteil der Schulterklappe. Zieht das lang. Jetzt habt ihr hier diese 2 Löcher in der Jacke und geht links und rechts jeweils mit einem dieser Senkel durch. Greift das dann auf dem anderen Ende der Jacke. Das ist jetzt hier bei der Sommeruniform sehr einfach. Bei der, zum Beispiel bei den Ausgehjacken oder bei der Winterjacke, wäre hier noch Vlies oder Futter. Und dieses Vlies oder Futter hätte dann an dieser Stelle so einen kleinen Eingriff, wo es halt nicht vernäht ist, und dann könnte man das quasi so nach innen rausziehen. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nichts anderes mehr als, ich mache das immer so, ein Knoten und dann eine Schleife auf den Knoten drauf. Dann will ja auch noch die Möglichkeit haben, den Rang zu ändern. So, und jetzt hätte man halt bei der Winterjacke oder bei der Ausgehjacke könnte man das in das Vlies hier reinstopfen und so sehr gut verstecken. Bei der Jacke ist es halt eigentlich egal, aber jetzt hat man die Schulterstücken auf der Jacke drauf. Ja, hat mich gefreut, euch das jetzt endlich mal zeigen zu können. Ich freue mich genauso auf die Ausrüstung der Nationalen Volksarmee. Das ist die Uniform, die ich glaube mit am längsten habe. Aber halt noch nicht so komplett, dass man sie euch zeigen kann, mit gutem Wissen, weil da habe ich halt wirklich Ahnung. Und deswegen, jetzt fehlen noch 1, 2 Kleinigkeiten, aber im Prinzip kann man die euch jetzt schon so zeigen. Was wir nur dafür ganz gerne haben wollten, wäre eine deaktivierte oder CO2 oder Airsoft AK, die authentisch aussieht. Denn unsere AK da hinten ist wirklich nur Platzhalter. Wenn man die hochnimmt, fällt die auseinander. Und um das so authentisch wie möglich zu machen, auch was die Bewaffnung der Armee angeht und so weiter, bräuchten wir halt so eine AK-74 oder 47, je nachdem, was ihr stehen habt und bereit seid, euch uns zu geben. Ja, das wär's dann an dieser Stelle. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und dass ihr viel Spaß gehabt habt beim Zusehen, wie ich die Schulterklappen dran gemacht habe, und jetzt verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.